Hallo Freunde, wie ihr wisst, spielen Lumex und ich extrem gerne Brawl Stars zusammen. Und ich würde auch einfach mal sagen, ich habe ihn schon das ein oder andere Mal komplett hops genommen. Und in dem heutigen Video schauen wir uns tatsächlich einfach mal die Highlights an von den Brawl Stars Minigames Pranks an Lumex. Und das Ganze sind wirklich echt extrem viele. Ich wünsche euch viel Spaß. Es geht los. Wie ihr es gerade hier in 1, 2 und 3 anderen Sichten seht, ich habe heute 3 ultimativ geile Gäste mit am Start. Und zwar als allererstes den Pat. Hallo. Hi. Dann den Lukas, der hier gerade so ein Brot isst. Moin, moin. Und zu guter Letzt den Len Lenny Lumex. Was geht ab? Ich bin auch am Start. Leute, wisst ihr, was heute ansteht? Und zwar gibt es heute das ultimative Minigames-Turnier. Habt ihr Bock? Ultra. Yeah. Okay, wir starten tatsächlich. Was? Okay. Also, wir starten tatsächlich mit Piper Sniper. Piper Sniper funktioniert so: Ich nehme Piper, ihr nehmt alle Tick. Wer es jetzt überlebt, ist der Profi. Ich würde sagen, es geht los. Okay, das allererste Minigame ist, wie gesagt, Piper Sniper. Und ihr wisst, wie das Spielprinzip funktioniert. Einmal kurz die Kisten kaputt machen, dann geht's in die Mitte. Und dann schauen wir mal, wer sich am besten verstecken kann von euch. Also, seid ihr bereit? Ja. Okay, und 3, 2, 1, go! Ich bin mal gespannt. Oh, vielleicht treffe ich auch gar keinen von euch, keine Ahnung. Hey, und wie lange hast du Zeit? Ja, bis die Runde zu Ende ist. Ah, okay, bis die Border kommt, oder? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, ich hab Eier, ich hab Eier. Oh, lol, Pat! Oh, lol, Pat! Oh mein Gott, Pat ist schon mal raus. Mann, ich dachte nicht, dass ich One-Hit bin. Hä? Doch, 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 du bist. Ich hab halt 18 Cubes, ne? Ist doch egal. Okay. Oh Gott, so groß, ey. Also ich würde nochmal unten links ein bisschen hinschauen, ne? Ich glaub, aha! Ist Kevin. Komm, auf süß, schießt mal einmal. Mega lost, Kevin. Einmal schießen? Ja, komm, wenn ihr Eier habt. Oh! Ah! Oh mein Gott, Landbox, okay, das heißt, Lukas, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Der erste Punkt geht damit an Lukas, denn jeder der Teilnehmer bekommt hier für ein gewonnenes Minigame einen Punkt. So, als nächstes haben wir den Daryl Run. Ganz einfaches Spielprinzip. Wir spawnen alle da oben, entweder dort oder dort, und müssen in die Mitte kommen. Schauen wir mal, wer gewinnt. Let's go! Okay, wir sind jetzt tatsächlich in einem anderen Daryl Run, und zwar in dem von Lukas. An sich ist es das gleiche Prinzip. Wir müssen halt einfach ans Ziel kommen und uns nicht töten. Das muss ich auch mal ganz kurz nochmal erwähnen. So, ja. Und es geht los. Ich habe einfach eine Megabox als Daryl. Ja, ist krass. Ist krank. Echt sehr krank. Oh, nice. In welchen Teleporter muss man? In beide gehen. Ach so. Oh, okay. Nein, ich komme nicht durch, Digga. Pat, komm mal in den roten auf süß. Ist vor mir. Warte mal, wo seid ihr? Ich muss ja durchkommen. Du bist zurückgejumpt. Lumex, das war eine Falle, ne? Hä, wo seid ihr? Seid ihr bei den Grünen? Ach so. Ah, was? Ist aufs Jumppad gegangen? Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Hä, wo muss ich denn hin? Du musst wieder zurück. Was? Alter. Was? Hä, das ist doch... Es war eine Falle. Mann. Ich bin gestorben, Jungs. Lol, wieso bist du tot, Pat? Ich kam da nicht durch das Labyrinth. Nein. Oh, Lukas. Ey. Ich schaff das nicht. Hilfe, ich verreck. Ich bin nicht tot, ich bin nicht tot. Hä, wie bist du jetzt da hinten, Lukas? Hä, ja, ich bin einfach durchgerollt. Junge, WTF, Mann. Ja, musst halt versuchen, Kevin. Lol, Lenny, hallo. Oh, was ist denn hier, Lenny? Schnell. Lol. Ja, Mann, Mann, ich will es auch nochmal schaffen. Mann! Ich jetzt auch gleich. Let's go, let's go. Hey, Lukas, schaffst du's? Ja. Echt jetzt? Ja. Lüge. Digga, ich bin da auch immer hängen geblieben. Warum? Was habe ich falsch gemacht? Ich will es jetzt auch schaffen. Ey! Mann! Lol, Lukas ist aber auch tot. Okay, tatsächlich hat es an sich keiner geschafft, aber ich würde sagen, Lukas, weil du am weitesten gekommen bist, kriegst du einen Punkt. Okay. So, die nächste Disziplin ist tatsächlich ein BB-Run, auch so ähnlich wie der Daryl-Run. Ihr müsst einfach ans Ziel kommen, probiert die Fallen zu erkennen und sie nicht wahrzunehmen. Und ich wünsche euch viel Erfolg mit Bibi und dann auf bereit gehen. So, dann geht es auch tatsächlich los mit dem BB-Run, Jungs. Ich bin mal sehr gespannt, ob ihr es schafft, hier die Fallen zu durchbrechen oder ob ihr komplett versagen werdet. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie mache ich das? Also einfach laufen. Ja, wir laufen einfach links dahin, wo die laufen. Das kommt immer gut. Lauf einfach Kevin da. Hallo, was soll ich, wie beim BB-Run geht, Lukas? Nein, ich habe den noch nie gespielt. Ihr könnt auch rechts hin das Jump-Pad nehmen. Hallo. Okay, scheint auf jeden Fall hier so zu funktionieren. Oh! Okay. Wird einer wegfliegen? Ich gebe euch einen Boost. Oh lol!
LOL! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Davon, Jungs. Auf der Überholspur hier. Oha, aber ihr seid gut. Also, deiner ist bisher irgendwie falsch gelaufen. Weil wir dir Digga, was ist das denn? Ja, gut, das stimmt auch. Digga, du bist so ein Pisser, ne? Lennox! Lennox! Ich bin gleich tot, Mann, hör auf damit! Okay. Ey, Digga, ich bin in meinem eigenen Dare Run in die Falle gelaufen, Mann. LOL? Hä? Lenny ist tot. Der hat mich angegriffen. Ich musste ihn töten. Oh mein Gott, Jungs, warum haut ihr euch denn? Der hat mich angegriffen, Mann, die ganze Zeit. Ich hab ihn einmal gehauen. Einmal, Mann, fünfmal, Mann. Junge, was geht jetzt, Mann? Das war nur schwer, Mann. Nochmal das Ganze, weil die Jungs sich gerade ein bisschen verprügelt haben. Deswegen müssen wir nochmal neu starten. Hey, hallo! Mich hauen, Jungs! Mich hauen! So, ich will, dass es wenigstens einer schafft. So, konzentriert euch. Oh, Lukas! Zurückgeflogen! Der schlägt schon wieder, Mann! Oh mein Gott! Hey, hallo! Nicht schlagen, Jungs! Junge! Was bist du da? Nein, ich bin zurück! Stehen! Und ich hab ihn nicht mal geschlagen! Lukas hat mich auch geschlagen, Digga! Oh, Jungs, ey! LOL, Lukas ist in den Backrooms! Alter, doch nicht! Doch nicht! Digga, du bist so ein Pisser, ne? Das ist nicht normal! Digga, Lennox, warum tust du das, Mann? Hä? Du hast noch Kaugummi-Kugel dahinter! Hä, wer lebt denn jetzt noch? Ich lebe. Hallo! Das heißt, der nächste Punkt geht an mich, weil die Jungs. Junge, ich konnte nicht gewinnen! Ich hatte Handicap an meiner Backe! Meinst du dann mit Lennox oder was? Du hast mich aufs Das stimmt gar nicht, Mann! Das stimmt gar nicht! Ich hab den Null geschlagen. Das heißt, der Punkt geht an mich. Let's go! So, Leute, wir machen jetzt tatsächlich doch nochmal meinen Daryl Run. Und zwar werde ich jetzt zusammen mit Lukas, Lumex und Pat komplett hops nehmen. Wisst ihr ja, es gibt die gute Janette. Und wenn man Janette die Ulti aufgeladen hat, dann kann die gute ja einfach mal fliegen. Und ich werde gleich einfach mal mit Janette direkt ins Ziel reinfliegen. Und ich werde jetzt mal Lukas eine WhatsApp-Nachricht schreiben und ihm sagen, dass er Eve nehmen soll, weil Eve kann ja bekanntermaßen übers Wasser laufen. Jo, ich muss mich kurz muten. Meine Freundin wollte was. Okidoki. Okay, Leute, ich habe mich jetzt gemutet. Kevin hat mir geschrieben, ich soll auf jeden Fall Eve einfach mal so heimlich hier nehmen. Okay, zum Trollen. Let's go. Okay, Jungs. Seid ihr bereit für die zweite Daryl-Run-Runde? Wir sind ready. So, jetzt geht's los. Und der Gewinner bekommt übrigens einfach mal 50 Euro hier von diesem Daryl-Run. Hey, also beeilt euch auf jeden Fall. Digga, warum fliegst du darüber? Was denn? Junge, was fliegst du darüber? Let's go, Digga! Profi in meine Tash, Junge! Easy win. Lukas, wann bist du da? Digga, Lukas, was machst du da, Mann? Ich was machst du denn? Wasser, ne? Hi, hallo, Lukas! Digga, was ist das hier, Mann? Ich kann gar nicht gewinnen! Ja, ich bin schon im Ziel, Jungs. Übrigens, seid ey, so. Kann ich den auch haben? Ist mal wirklich. Ich will den auch mal gerne benutzen. Nee, du musst warum? So ins Ziel kommen, Pat. Alter, wie soll man da gewinnen? Das geht gar nicht. Hallo, Lukas! Moin, was geht? Ja, gut, Jungs, also ich würde sagen, easy win, ne? So, als nächstes haben wir einen Dynamite Jump. Jungs, beim Dynamite Jump müsst ihr einfach mithilfe eines Double Jumps und mehreren Backflips es probieren, hier in dieses Ziel zu schaffen, oben in der Mitte. Wer zuerst dort ist, kriegt von mir sogar ein Ei, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Also, auf geht's. Maschallah, ein Ei. Maschallah. Die am wenigsten Punkte haben, oder der am wenigsten Punkte hat, die müssen am Ende übrigens einen Brawler-Tanz machen. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Und was? Brawler-Sounds, ja. Nein, oh Mann! Shit. Ihr seid alle auf der anderen Seite, ey. Ja, aber lass den Kevin, ne? Aber egal, dann kann mich immerhin keiner töten. Ah, nice, hab den Double Jump. Ey! Junge, Mann, ich raste gleich aus. Ne? Boah, ich hab den Double Jump auch. Was? Pat hat den Double Jump. Hä, Pat hat den Double Jump geschafft? Nein, noch nicht. Lukas, wie weit bist du? Beim Teleporter. LOL, Hacker. LOL, nein. Ich hab den das erste Mal gespielt. Digga, der Typ ist auch so ein Schmutz hier, ne? Wirklich, der greift mich schon wieder an. Alter! Ja, ich bin am Ziel. Ey! LOL, Digga. Lukas bekommt jetzt einfach ein Ei. Der hat mich einfach besiegt, der Typ. Digga, das ist doch nicht normal. Hallo! Der hat mich einfach gekillt, Mann. Hä? Hast du es jetzt, also, hä? Digga, Lumex hat mich einfach gekillt, Mann. Der hat mich einfach gekillt. Oh, Mann. Dafür kriege ich einen Punkt und Lumex keinen. Hä, habt ihr euch mit Absicht gekillt oder war es aus Versehen? Nein, er hat mich mit Absicht gekillt. Digga, jetzt war mal kein Scheiß, hab ich wirklich mit Absicht gekillt. Das heißt, der Punkt geht jetzt auch an Lukas und an mich, weil wir haben den beide geschafft. Hä, und was ist mit mir? Ich hätte es auch geschafft. Ja, wahrscheinlich. Digga, er hat mich gekillt, Mann. Er hat mich gekillt. Jetzt
kommen wir als nächstes zum Skin Contest. Okay, Leute, wir sind jetzt tatsächlich beim Skin Contest. Ich werde die Jungs jetzt komplett hops nehmen. Und zwar denke ich, dass Lumex diesen Mortis-Skin hier auswählen wird. Er ist ja tatsächlich ziemlich krass. Und egal, was passiert, ich werde ihn gleich als allererstes töten. Und einfach mal gucken, wie er reagiert. Okay, Jungs, ich bin mal sehr gespannt, was ihr hier für Skins ausgewählt habt. Und ich würde sagen, wir können alle schon mal ein bisschen weiter in die Mitte gehen. Hier, Lenny, stelle ich mal hier hin. Pat, stell dich mal hier hin. So, okay, Pat, dann würde ich sagen, fang einfach mal an. Warum soll ich dich gewinnen lassen? Und stell dich mal ein bisschen vor, zeig mal Spray, Pin und dann am besten Let's auch noch... Let's do it! Also, ich habe meinen Star Shelly Skin ausgepackt. Das ist ein OG-Skin. Den hat, soweit ich weiß, nicht jeder. Frag mal Lukas, ob er den hat. Lukas, hast du den? Ein Kommentar. Okay, ja. Also, ja, Star Shelly Skin, OG Skin auf jeden Fall. Mhm. Ja, pin-technisch muss ich dazu sagen, bin ich hier leider im Nachteil. Ich bin da nicht gut ausgestattet. Hab trotzdem dir den Stern über den Himmel bringen wollen, weißt du? Ja. Man kann ja keine Sterne im Spiel sehen, aber ich bringe dir den Stern auf den Boden. Ne? Also, wir sind hier wirklich miteinander vereint durch den Stern. Das hast du toll gesagt. Ganz wichtig. Schick mal noch mal einen Pin ab. Ganz wichtig, du solltest mich außerdem gewinnen lassen, weil ich möchte, dass die Leute jetzt nochmal einen fetten Daumen nach oben da lassen. Oh! Okay. Oh. Lukas, jetzt bist du dran. Ja, also ich bin dafür, dass ich gewinne. Ich hab erstmal Genie-Sound. Genie-Sound. Genau, hier der Genie-Sound einmal. Dann hier einmal die Attacke ist krass. Ja. Dann habe ich hier das 18-Siege-Spray von der schwersten Challenge aller Zeiten in Brawl Stars. Das Spray funkelt sogar. Ja. Dann habe ich hier einmal den übelst krassen Pin. Oh, okay. Ja. Dann habe ich, pass auf, einmal diesen Pin hier. Dafür musste man alle 10 Halloween-Skins kaufen im Jahr 2021. Ja, Lukas ist genug. Komm, Lenny, du bist. Achso, ja. Und ich habe noch diesen Pin, weil ich das SK-Team supporte. Okay, Lenny, du bist? Ich habe den Mecha-Mortis-Skin. So, also, was? Das was? Heißt, was? Was denn? Warum bin ich mal aus mich raus? Aha, warum? Herzlichen Glückwunsch, Ben! Ich gib's noch da oben, danke, Mann! Der will nicht nur triggern. Leute, lasst ein Like da! Ben, das hast du sehr gut gemacht. Das heißt, der Punkt geht jetzt auch nochmal an den guten Pat. Mein Skin hat 370 Champs insgesamt gekostet. Hallo. Aber du bist kein OG, Mann! Mann! Aber man sieht mich trotzdem nicht ganz. Weil ja, geh so neben deinem Bett da hinten. Zwischen Fernseher und Bett vielleicht. Ja, ich hab hier 3 mm Platz. Hier ist eine Kiste. In die Hocke, ja genau so. Ja, genau. Okay, los geht's. 3, 2, 1. So, hallo Lenny, was geht? Und damit ein... Okay, wir lassen das. Was geht ab, Leute? Es gibt eine neue Folge Brawl Stars. Was machen wir heute, Kevin? Genau, also, die Zuschauer haben sich gewünscht, dass wir mal wieder Minigames machen und dass ich dir neue Minigames zeige, die du noch gar nicht kennst. Das allererste Minigame ist tatsächlich ein Colette-Game. Ich habe dir gerade schon gesagt, du musst einmal Frank nehmen. Ja. Wir haben ja auch übrigens noch einen Gast mit dabei und zwar... Elio, hallo. Trommelwirbel, du darfst dich schon... Also, Freunde, ihr wisst es ja, Elio hat unglaublich viele Minigames in Brawl Stars. Und wir werden heute einige Minigames von Elio zocken. Und das allererste ist, wie gesagt, das Colette-Game. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, damit du direkt auch gleich siehst, wie das Ganze funktioniert. Lenny, ich werfe dich jetzt einfach ins kalte Wasser. Und Freunde, übrigens eine kleine Sache, die Lenny nicht weiß. Ich werde jetzt als Colette einfach das Vision Gear nehmen. Und wenn ich ihn dann einmal anhitte, dann ist er für mich quasi sichtbar. Also, ich würde sagen, wir gehen in die Runde rein und gucken, ob er es merkt. So, okay. Also, Lenny, du kannst einmal kurz helfen. Hier, die Kisten müssen kaputt gemacht werden. Ach so, okay. Aber die Kisten sammelt dann Elio einmal ein. Du kannst nämlich gleich einfach... in welchen Teleporter muss er rein? Ich weiß es gar nicht. Du fragst ihn falsch nicht, weil ich es auch nicht... Okay, Lenny, du musst in den blauen Teleporter rein. In den blauen, jetzt schon. Ja, geh schon mal rein. Okay. Okay, Lenny. Also, du siehst ja hier, du bist hier mit dem Frank die ganze Zeit in so einem Busch drin, ne?
Und ja. Ich kann mir jetzt hier an Tick die ganze Zeit meine Ulti aufladen. Und Colette hat so eine Star-Power. Wenn ich dich erwische, dann schiebe ich dich nämlich auf diese Jump-Pads. Und wenn du da einmal drauf bist, dann bist du raus. Also du musst hier möglichst lange überleben. Ja. Und ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen gucken. Ja, ich werde hier auch mal so ein bisschen reinschießen. Und du musst natürlich hier schauen, dass du einfach, solange es geht, überlebst. Ich werde auch hier einfach mal mit der Ulti rein. Oh, ist natürlich Gott. Schon relativ schwer. Du bist ja quasi der Letzte, der noch am Überleben ist. Deswegen habe ich hier den kleinen Vorteil, dass ich hier ein bisschen schon mal in den Busch reinschieße. Hä, aber wo bist du denn? Bist du wirklich in der Mitte drin, Lenny? Ja. Boah, es ist schwer. Bin ich ehrlich. Hä? Oh. Ich mich nicht. Was ist denn los? Hä? Was ist los, Großer? Ich bin der Beste. Hä, Lenny, wo bist du, Digga? Was ist los? Der Beste. Schieß mal einmal auf süß. Wenn du dich traust, wenn du Eier hast. Schabatz! Okay. Oh, das war dumm, das war dumm, meine Ulti zu machen. Vielleicht ein bisschen. Hä? Ich bin ich immer noch nicht. Hä? Ja, yeah, da hab ich dich! Let's go! Nein. Ey, aber ich muss sagen, muss man mal ganz kurz eine Sache verraten, Lenny. Ich hab sogar über Colette das Vision Gear angemacht, dass ich dich eigentlich sogar länger sehe. Aber ich hätte dich dafür treffen müssen. Das heißt, du hast echt lange überlebt. Du hast trotzdem, ich dich hier veräppeln wollte, hast es gut gemacht. Also GG. Das heißt, ich gebe dir jetzt einfach mal hier den ersten Punkt. Also hast du gut gemacht. So, als nächstes gibt es Piper Sniper. Ich glaube, das hast du schon mal gespielt, aber... Ja. Nimm einfach Tick und dann musst du möglichst lange überleben, ne? Okay, machen wir. So, Freunde, die Runde geht jetzt los. Und übrigens, Lenny ist komplett lost. Das werde ich mir jetzt einen Vorteil machen. Er hat nämlich einfach noch Bildschirmübertragung an. Ich werde da jetzt ein kleines bisschen cheaten. So, okay, müssen wir jetzt einmal kurz helfen, hier die Kisten kaputt zu machen. Ja. Und dann tretet ihr einfach mal ein bisschen gegeneinander an. Und ich gucke einfach mal, wen ich zuerst erwische. Wie gegeneinander anderen? Also gegen Elo fighten, oder was? Ja, also nein, nicht gegenseitig angreifen. Aber du musst einfach probieren, länger als Elo zu überleben. Aber wenn du es schaffst, weil Elu ist da sehr krass drin, Lenny. Wenn du es schaffst, dann kriegst du von mir 5 Euro. 5 Euro. Also streng dich an, okay? Okay. So, jetzt geht es los. Trau dich. Was los? Komm, trau dich. Oh mein Gott, hätte ich dich jetzt direkt getroffen, ne? Hä? Lenny, es geht um 5 Euro. Ich weiß. Wer den 5er nicht ehrt, ist den 20er nicht wert. Da sage ich 20 Euro. So. Also ich hab... Hä? Ist lost? Ey, du Assi! Junge, ist der doof, ey. Was los? Am Ende gewinne ich hier noch, Junge. So ein Ding ist das. Digga, du bist... So lost, Digga. Oh mein Gott. Hä, wo schießt du denn die ganze Zeit? Jetzt habe ich die Technik bekommen. Ja, das heißt, ich krieg den Punkt. Easy win. So, nächste Disziplin ist BB Run. Und Lenny, ich würde dir sagen, schau einfach mal vorher dir die Map schon mal an. Probier da dir einen Weg zu finden. Das ist die komplizierteste BB Run Map, die ich jemals gesehen habe. Also Elio, das ist wirklich geisteskrank. Also ich habe die schon ein paar Mal gespielt, musst du wissen, aber ich habe auch gar keinen Plan mehr, wo ich langlaufen muss. Was ist die Mission hinter der Map? Also, du musst in die Mitte kommen. Siehst du diese Mitte, wo dieses Heilpad ist? Da musst du hinkommen. Immer den Pfeilen folgen, habe ich verstanden. Easy. Ja, also probier's einfach mal. Achso, und Lenny, ich will dir übrigens eine Sache sagen. Gerade eben hattest du Bildschirmübertragung noch an. Also du kannst jetzt weiterhin anlassen, wenn du willst. Ich sehe dich gerade die ganze Zeit, aber das war gerade ein bisschen lost. Aber egal, ich nehme den Punkt trotzdem mit. Wir gehen in die nächste Runde rein. Auf geht's. Ich muss mal noch mal ganz kurz einmal was an Jamie schicken, der braucht nochmal einen Audio-Moment. So, Freunde, zwar haben Elio und ich uns ziemlich abgesprochen. Ich habe Elio extra eingeweiht, deswegen ist Elio auch heute mit dabei. Ich kenne den, ich habe den auch schon ganz oft gespielt, aber ich habe keine Ahnung, wo ich langlaufen muss. Und Elio wird dann gleich mich sozusagen mitnehmen. Lenny wird das eh nicht checken, weil die Map ist so verwirrend. Probier dann einfach mal mit Hilfe von Elio die Map zu schaffen und einfach mal gucken, wie oft wir neu starten müssen, ob Lenny überhaupt ansatzweise mal in die Mitte reinkommt. Are you ready to rumble? Okay, Lenny, du siehst ja hier, ne, der BB Run ist sehr verwirrend. Und ich sag dir eine Sache, merk dir einfach ein Sprichwort. Viele Wege führen nach Rom. Also nimm einfach mal irgendwie so einen Weg und guck einfach mal, ob du damit ans Ziel kommst, ja. Es gibt mehrere Wege, oder was? Ja, es gibt mehrere Wege. Und ich werde jetzt hier auch einfach mal so ein, zwei Wege nehmen und einfach mal hier so langlaufen, einfach mal gucken, wo man hier so hinkommt, wenn man hier so ein paar Wege nimmt. So, ja. Ich glaube, wir jetzt irgendwo lang. Ich aber auch ehrlich, ich habe auch gar keinen Plan, wo man hier lang muss, Lenny. Ja, es ist voll verwirrend. Hier ist überall, hier gibt's immer so, hier sind noch voll viele Jumpets. Hä, hey, warte mal. Wo bin ich jetzt? Weiß es nicht. Lauf einfach mal ein bisschen. Okay. Guck einfach mal, ob du da an Ziel rankommst. Okay. Ah, Leute, du bist eh hier. Ah, cool. Okay. Jetzt hier, genau.
Also er nennt natürlich auch hier wieder 10 Euro für den, der zuerst im Ziel drin ist. Leute, ich sterbe, hier ist irgendwie so Büsche, so Giftbüsche. Ja, Büsche ist natürlich nicht so gut. Wo bin ich denn jetzt? Ich sterbe! Oh nein! Hallo, du bist... Ah, moin, hallo Lenny. Was geht? Wo bin ich denn jetzt? Okay. Also ich probiere hier auch die ganze Zeit random irgendwie Jump Pads aus. Wo bin ich denn jetzt? Ah, Leute, hallo, ich bin hier. Ich blicke gar nicht mehr durch, wo bin ich denn jetzt? Lenny! Eli und ich, wir sind als erstes im Ziel, wo bist du? Hä? Ja, Dicker, ich weiß nicht, ich bin jetzt in der Sackgasse, Dicker. Lenny, hier musst du hin, hallo, hier hin, hier wo ich bin. Ja, Mann, aber es ist voll, ich blicke ja gar nicht durch, Junge. Lenny, hier hin. Wie komme ich denn da hin? Ja, geh doch, komm doch hier hin einfach jetzt. Ja, wie denn? Ja, einfach hier hin. Sterbe im Sturm. Ich sterbe. Lenny, hier hin. Lenny, hier hin. Mann. Willst du es nochmal probieren? Ich bin irgendwo langgelaufen, einfach im Sturm, Mann. Ja, komm, wir probieren es nochmal. Du kriegst nochmal einen Try. Ich erhöhe sogar, wenn du es jetzt schaffst, dann kriegst du sogar 10 Euro. Okay. So, Freunde, Lenny hatte gerade gar keinen Plan. Wir machen jetzt ja quasi den BB-Run nochmal und ich nehme jetzt einfach nochmal Jeanette. Ich meine, den Trick kennt er schon. Es ist nichts Neues, aber einfach damit er ein bisschen sauer ist, ne, will ich ihn so ein bisschen ärgern und einfach zeigen, dass ich einfach cooler bin. So, Lenny. Also, ja. Nochmal BB-Run, ne? Sagst du? BB-Run zu dem Run. Let's go. Ich bin... Ey! Nicht schlagen. Ey! Du tötest mich! Ja? Siehst du überhaupt, welchen Brawler ich hab? Was? Ich weiß nicht, wen Brawler hast du denn? Ich hab gar nicht geachtet. Ich hab dich nicht mit Bibi angehittet. Hä? Was denn dann? Tschüss! Ey! Das ist unfair! Hallo! Nicht mit Jeanette! Das ist unfair, das zählt nicht! Oh, Lenny, also... Ich dachte eigentlich, du kennst meine Tricks. Den Trick kennst du doch schon. Den hättest du doch selber mal machen können. Das zählt aber nicht, das ist unfair. Hier, guck mal. Mit voll großem Abstand bin ich jetzt hier in der Mitte. Das zählt nicht! So, okay, nächster Punkt geht auch an mich. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Runde. Du kannst ja noch mal ein bisschen probieren, ob du den BB-Run hinkriegst, Lenny. Ich gebe dir noch mal kurz 2 Sekunden Zeit. Das ist unfair. Mann, ich sterbe! Ich komme nicht mehr raus. Warte mal. Oh, du kannst es doch schaffen. Ja, aber ich muss irgendwie. Nee, du hast verkackt. Ja, okay. Wir gehen zum nächsten Minigame, Lenny. So, wir sind bei dem nächsten Minigame. Und zwar ist es das Power Cube Game. Normalerweise spielt man das mit 8-Bit, aber es macht halt nur Sinn, wenn alle 8-Bit nehmen. Wir sind halt nur 3 Leute, das ist so ein bisschen komisch. Also, das funktioniert wie folgt. Du siehst ja hier, auf dieser Map gibt es ganz, ganz viele Spots, wo Kisten spawnen können. Und du sammelst dann eine Kiste ein. Und wir laufen dann auf der Map und sollten wir uns begegnen... Und sollte einer von uns mehr Cubes haben als der andere, also wenn ich jetzt dir zum Beispiel begegne, Lenny, und ich habe 8 Cubes und du hast nur 5 Cubes, dann darf ich dich töten. So, es geht nicht darum, wer hier der krasseste ist im schnellsten Töten, sondern du musst einfach ganz schnell Cubes einsammeln. Und wenn du aber ich darf dich töten. Ja, wenn du mehr Cubes hast. Wenn wir gleich viele Cubes haben, dann müssen wir weiter Cubes sammeln. Und wenn ich weniger Cubes habe als du, dann darfst du mich töten. Aber umgekehrt darf ich dich töten, okay? Okay. Also denk mal kurz nach, geh mal kurz in dich und nimm einen Brawler, mit dem du möglichst schnell Cubes holen kannst. Und dann wähl einen aus und dann gehen wir auf bereit. So, Freunde, also ich werde jetzt natürlich einmal Bibi nehmen. Also Bibi mit Speedstar-Power und mit Speedgear. Ich denke mal nicht, dass Lenny da drauf kommt. Wenn er da doch drauf kommen sollte, dann hat er auch verdient, meiner Meinung nach. Dann soll er verdient auch schneller Cubes einsammeln. Aber ich nehme jetzt einfach Bibi. Übrigens, ich habe mich jetzt mit Elio abgesprochen. Also Elio ist ja auch mit in der Runde drin, ne? Das sind ja die Minigames von Elio. Und wenn Elio jetzt hier gleich auch ein paar Cubes gesammelt hat, treffen wir uns an einem abgemachten Ort, und zwar oben links. Ich hoffe, dass Lenny nicht oben links spawnt. Die Cubes, die Elio dann hat, dann werde ich Elio töten und habe dann wahrscheinlich nochmal mehr Cubes. Also, es geht los. Okay, Lenny, ich bin mal gespannt, welchen Brawler du hier genommen hast. Das ist mein Geheimnis. Okay, dann ist das jetzt dein Geheimnis. Also, ich werde hier natürlich... Also, ich sag dir eine Sache, du kannst mich gar nicht besiegen. Ich werde so viele Cubes gleich haben. Also, es ist unmöglich. Ich hoffe, dass wir uns möglichst spät auch begegnen. Ich bin der Mega-Profi. Der Mega-Profi. Achso, also ich sag mal so... das Ding werde ich jetzt nach Hause holen. Denn was Cube-Sammeln angeht, bin ich der Beste. Ja, dann sammel mal schön. Also noch begegnen wir uns ja nicht. Ja. Deswegen, ich hoffe, du hast auch einen Brawler, mit dem du schön schnell Kisten zerstören kannst. Ne, das ist ja natürlich hier die Hauptsache. Ja. Also ich habe inzwischen schon 20 Cubes, Lenny. Wie fährst du? Was? Wie fährst du? Hallo, das zählt nicht. Lenny! Ich habe 10 Cubes! Let's go! Yeah, nie im Leben, Digga.
Hä, das geht gar nicht so schnell. Doch, doch. Ich hab einfach die Cubes mega schnell eingesammelt. Easy. Oh, der Punkt geht an mich. Ich weiß gar nicht. Also warte mal, wie viel Punkte habe ich jetzt? Also ihr seht hier mal ganz kurz den Punktestand nochmal eingeblendet. Ihr seht ja sowieso immer. Aber aktuell liege ich haushoch in Führung. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Minigame, Lenny. Bist du bereit? Lenny ist bereit. Wir gehen weiter. So, wir sind beim nächsten Minigame. Und zwar Bear versus 8-Bit. Also Lenny, ich habe dir gerade schon gesagt, du musst einmal 8-Bit auswählen. Ja. Helio natürlich auch. Und ich nehme hier einmal der Nita. Und das funktioniert gleich so. Ich werde dann gleich am Anfang meine Ulti aufladen. Ich kriege dann die ganzen Cubes auf der Map. Und ich werde dann einfach nur meinen Bären platzieren in die Mitte. Und ihr müsst es dann schaffen, möglichst lange vom Bären wegzulaufen. Der länger überlebt. Und ihr dürft den Bären auch nicht angreifen, Lenny. Ja, also du musst einfach probieren zu überleben. Ja. Und ja, das ist eigentlich der Plan. Und dann geht's jetzt gleich los. Let's go! So, Freunde, natürlich werde ich hier einen kleinen Trick anwenden. Ich werde hier einmal das Stun-Gadget benutzen, natürlich ganz klar. Und Hyperbär. Das heißt, ich werde auch probieren, gleich möglichst schnell irgendwie zu finden, wo Lenny ist. Und dann den Bären in seine Richtung werfen. Und dann einfach mal gucken, was er dazu sagt, wenn er da voll gestunt wird. Am Anfang werde ich das noch nicht benutzen, das Stun-Gadget. Aber erst mit dem Laufe der Zeit. Und ja, let's go. Okay, Runde geht los. Okay. So. Ich muss einmal ganz kurz an euch, wie gesagt, einmal die Ulti aufladen. So, und dann machen wir mal ganz kurz hier die Kisten kaputt. Und schauen wir einfach mal, wer von euch hier besser ist im Überleben vor dem Bären. Oh, schlau mitgedacht hier. So. Und ihr dürft jetzt schon einmal loslaufen, Jungs. Ne, ganz wichtig. Ihr habt hier einen kleinen Vorsprung. So, nein, Lenny, los. Nicht, dass du hier stirbst. Hallo. Hey, schau, hallo, dass du voll regenerierst, Lenny. Ist wichtig. Du musst möglichst lange überleben vor dem Bären. Auch ja, falls er dich angreifen sollte, ne? Ich hab die voll krasse Idee, ne? Ich hab übelst die schlaue Idee. Okay. Also ich gehe jetzt schon mal in die Mitte rein. Ich gebe euch jetzt noch mal kurz 5 Sekunden Zeit. Und ich würde sagen, wir fangen an in 5, 4, 3, 2, 1, go. Also wer hat hier bitte... Lenny, bist du lost? Ich glaube, immer der sind im Kreis jetzt hier einfach. Bist du lost? Was, Digga, man hat es ja voll gesehen, wo du langläufst. Ey, ich wollte so um. Ich wollte so in meinem Kreis so schneller laufen. Aber ich weiß doch, dass du da bist mit deiner Ulti. Ja, aber das muss ich nicht. Oh mein Gott. Digga. Okay, also ich krieg schon mal den ersten Punkt, aber Lenny, ich gebe dir nochmal eine Chance. Also mach das am besten ohne deine Ulti. Man sieht nämlich voll, wo du langläufst, du Horst. Übrigens, Lenny, natürlich gibt's auch eine Bestrafung am Ende, ne? Wieder so ein Brawler-Tanz. Hast du da Bock drauf? Nee, absolut gar nicht, Digga. So, okay, ich gebe euch jetzt nochmal ganz kurz 10 Sekunden Zeit. Ich habe nämlich irgendwie einen gesehen, der hier noch so seine Ulti platziert hatte. So, also. Seid ihr bereit? Ja. 5, 4, 3, 2, 1 und go! Ich habe eine krasse Idee. Okay, der Bär läuft hier schon irgendwie in eine Ecke hin. Ich mal. Ja, Digga, der macht so viel Damage, du kannst nichts machen. Ja, du musst die ganze Zeit dich bewegen, Lenny. Also, Mann, komm, ich geb dir sogar noch eine Chance, ja? Ich sag mal sogar, dieses Mal, ich gebe dir mal einen Tipp, Lenny, benutze sogar das Speed Gear, okay? Ich glaube nämlich, das hast du gar nicht ausgewählt, dann bist du nämlich ein bisschen schneller. Und das hab ich vergessen auszuwählen. Ja, alle guten Dinge sind 3. Ich gebe dir nochmal eine Chance. Und nimm auch Shield Gear, Lenny. So, okay, ihr beiden, lauft mal los. Das ist jetzt der 3. Versuch, Lenny. Ja? Ja. Also ich gebe mir jetzt nochmal keine Punkte, weil du vielleicht echt ein bisschen lost warst. Du hast ja Minigame auch noch nie gespielt. Aber jetzt geht's los, okay? Seid ihr bereit? Ja. So, also 3, 2, 1 und go! Der Bär läuft los. So. Oh, Elio wird schon attackiert hier. Elio, lauf schneller. Ich mach einen Abgang. Warte mal, wo ist denn Lenny schon wieder? Hä? Okay, Elio hat den Bär ein bisschen ausgetrickst. Jetzt ist die Oh! Lenny! Ja! LOL, oh mein Gott, du hast den Bär teleportiert. Ja, er hat sich teleportiert. Was, wie schlau. Oha, war das bewusst? Nee, ne? Ja, doch, hä? Okay, stark. War übelst bewusst. Oh, da bist du, ja, ich seh dich. Also aktuell auf jeden Fall die beste Runde bisher.
Oh lol, weißt du, ist das da rechts? Ist das Elio oder? Was? Warum ich als erstes? Ja, was? Es wurde echt Lenny zuerst getötet. Ich weiß es nicht. Aber ja. Ich meine gestanden und du bist Dritter geworden. Let's go. Punkt. Geht dann auch wieder an mich. Einfach aus Prinzip, weil du schneller getötet worden bist als Elio. So, letztes Minigame. Also, ich gebe dir jetzt nochmal die Chance, Lenny. Du kriegst, wenn du jetzt hier lange genug überleben solltest, doppelte Punkte. Also kriegst 2 Punkte sogar. Ich glaube, ich führe trotzdem. Ich weiß nicht genau, wie der Punktestand ist. Nee, weil den ersten Punkt habe ich ja bekommen sogar, weil ich dann... Okay. Aber, Astronautentanz. Schau dir das mal an. Ich muss über... du hast Nani und ich muss vor Nani Bombe genau, wegkommen. Ich bin Nani. Also dann haben wir es doch schon mal gespielt. Und du bist Tick, Elios Frank und du müsstest es schaffen, möglichst lange zu überleben und ich probiere dich mit dem Kopf jagen. Ja? Also, dann geht's los. So, meine Freunde, ich werde das Ding aber jetzt hier nach Hause holen, denn ich mache jetzt einen kleinen Prank. Ich will den Kevin kurz hopsen und zwar, ich nehme jetzt hier einfach dieses Tick-Gadget einmal hier, dass ich so ein Schild bekomme. Und noch dieses Gear hier, da kriege ich nämlich nochmal 1000 Trefferpunkte extra. Das heißt, wenn er mich treffen sollte, soll ich das Ganze nämlich überleben. Schauen, was Kevin dazu sagt. Ich werde es jetzt so machen. Es kann gut sein, dass ich Lenny sehr schnell treffe, aber ich werde es dann gleich so machen. Ich werde mich einfach mit meinem Teleporter direkt zu ihm teleportieren, wenn ich ihn vielleicht ein, zwei Mal nicht treffen sollte. Und dadurch kann ich ja ihn direkt killen, indem ich direkt neben ihm stehe und dann einmal schieße. So, jetzt geht's aber los. Letztes Minigame, Lenny. Let's go! Also, wir müssen uns einmal die Cubes aufteilen. Du kannst einmal hier ein bisschen mit reinschießen, Lenny, ja, dass du hier ein bisschen nach rechts reinschießt. Gucken wir einfach mal, ob du dir hier vielleicht noch einen Ehrendoppelpunkt holst. Das wäre natürlich ganz cool. So, dann teleportiere dich einmal rüber. Ja. Und dann sag gleich mal Bescheid, wenn du bereit bist. Ich habe schon mal meine Ulti. Ich bin ready! 3, 2, 1 und go! Tickkopf. Hallo. Okay. Glaub mir, in dem Game. Spiele mit mir, oder was? Glaub mir, in dem Game, Kevin. Ah! LOL! Oh mein Gott, Digga! Du hast das Gadget einfach! Ich hatte 71 HP! Hä? Aber Gadget darfst du nicht benutzen, das ist ja voll unfair. Warum unfair? Du bist auch so kacke, siehst du doch. Mann. Digga, überlebt er da mit 71 Leben? Oh, pass auf, Lenny, ich werde dich schon gleich hier kriegen. Ey! Also bis der Sturm kommt, habe ich noch Zeit, übrigens. Okay, setz nochmal ein Gadget ein. Ja, okay. Was ist denn da los, Kevin? Okay. Vielleicht ist schon ein bisschen peinlich, was du machst, also wirklich. Lenny! Ja, hallo! Hä, das zählt nicht! Was denn? Du hast auch Gadget benutzt. Ja, aber doch kein Teleport! Ja, ich würde sagen, das ist GG. Guck dir mal einen Tanz aus, den du jetzt nochmal machen möchtest zum Abschluss. Mann! Komm, ich helfe dir. Wir machen sogar so einen schönen Tanz, der auch nicht so schwer ist. Wir machen... Oh, Lenny, ich habe einen Brawler gefunden. Geh mal auf Otis, guck dir mal seine Pose an. Ich glaube, die ist ganz gut. Otis, ja, ein bisschen noch. Da, Otis angucken. So, die Brawler-Pose machst du jetzt einfach mal. Ach so, ich soll hier Handstand machen oder was? Los, ja, wirbel einfach so ein bisschen herum. Hä? Komm, probier es einfach fest. Probier es einfach bestmöglich nachzumachen. Nee, das geht gar nicht. Komm, einmal hier schön wieder hinstellen, so wie immer. Und dann machst du einmal die Otis-Pose nach. Und dazu machst du auch noch diese Blubbergeräusche. Habe ich jetzt gerade noch mal entschieden. Was für Blubbergeräusche? Ja, machst ja so blub. Oh, blub. Was war das denn? Blub. das geht nicht. Hast du Bock? Wir machen heute mal wieder Minigames. Minigames, boah, da habe ich nicht Bock. Bin ich dabei, aber sowas von. Ist ja tatsächlich so ein bisschen dein Lieblingsmodus, wenn man das so sagen kann, oder deine Lieblingsbeschäftigung aktuell hier in so einem Brawl Stars. Und ich dachte mir heute mal, ich habe tatsächlich einige Maps vorbereitet, die wir heute spielen werden. Wir machen heute so ein bisschen einfach so ein 1 vs. 1 Minigames Battle. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Und der Verlierer
mach dann, was würde ich sagen, mal so ein paar Brawler-Sounds nach. So richtig unangenehm, okay? Brawler-Sounds. Ja, genau. Gut, Kevin, ich freue mich schon. Ich freue mich auf deinen Gesang. Von daher können wir gerne anfangen, ja? Genau, Freunde, lass einen Daumen nach oben da. Und es geht los mit Battle Nummer 1. Also, für Battle Nummer 1 machen wir tatsächlich einen Daryl-Run. Das heißt, du musst einmal Daryl auswählen. Aber ich glaube, das habe ich dir gerade eben schon gesagt. Ich muss noch mal ganz kurz mir auch noch mal die Map einmal anschauen. Ich bin sofort wieder da. So, ich bin jetzt gerade mal gemutet. Und zwar habe ich tatsächlich auf dieser Map einen ultimativen Vorteil. Aber ich muss die Daumen drücken, dass er den linken Teleporter am Anfang nimmt. Und zwar seht ihr es, wenn hier der Cutter einmal ranzoomt. Hier am Anfang ist tatsächlich ein blauer Teleporter unten rechts. Und wenn man den benutzt, dann kommt man tatsächlich sofort in die Mitte rein. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass Lenny gleich am Anfang auf der linken Seite spawnt und halt den Daryl-Run ganz normal durchgeht. Und ich werde dann einfach schon mal direkt in der Mitte chillen und einfach mal gucken und gar nichts sagen und schauen, wie er reagiert. Okay, Lenny, es geht los. Ja. Und okay, jetzt spawnen wir zwar nebeneinander, aber es ist nicht, sich nicht so schlimm, weil deine Ulti, die lädst du automatisch auf. Muss einmal kurz warten, ne? Siehst du ja gerade. Und wir laden die sowieso auch ein kleines bisschen schneller auf. So, ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal, wer schneller ans Ziel kommt, ne? So Ding ist das. Aber wir nehmen beide natürlich unterschiedliche Wege, damit wir einfach mal genau testen können, ne, welche schneller ist. Also ja, ich bin schon drüben direkt. So, ich bin auch schon drüben. Nice. Okay, jetzt gehe ich in den Teleporter rein. Okay, ich gehe auch mal in den Teleporter. Muss ich hier mal warten. So, okay. Meine Ulti, Leute, lädt sich eigentlich voll schnell gerade auf, gell? Das geht da übelst schnell gerade. Lol. Ey, ich muss jetzt hier den nächsten... Digga, ich muss die Rolle jetzt hier schaffen. Schaffst du die nächste Rolle? Hä, ich bin jetzt gerade schon bei diesen Kakteen da. Ja, ja, ich auch. Ja, aber die ist doch voll einfach, die Rolle. Da man muss da eigentlich nur hier von oben. Ja, 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 warte mal. So, ich bin jetzt hier schon bei der nächsten Stufe. Bist du auch schon beim nächsten Teleporter? Ja, ich bin jetzt hier. Zack. So, okay. Wo muss ich jetzt lang? Warte mal, ich glaube hier runter, oder? Warte mal. Ich bin vor dir im Ziel. So ein Ding wird das sein. Hä, wo muss ich jetzt lang? Ach, hier rüber, glaube ich. Hä, warte mal. Hä? Ja, was machst du da unten? Ich bin schon am Ziel. Hä? Wie das denn? Hä? Ich bin einfach viel krasser als du in Daryl Run. Hä, wie schnell warst du im Ziel? Wo bist du lang, Digga? Ja, komm mal schnell ins Ziel. Hä, wie? Ich muss ja, schnell Zone los. Rein. Hopp, beeil dich. Ja, aber dann fahre ich doch in die Zone rein. Hä? Wie? Du kannst nicht so schnell im Ziel sein. Siehst du diesen Teleporter hier? Hä? Wo? Ja. Hä, wo? Der war nur am Anfang auf meiner Seite. Deswegen habe ich gesagt, wir gehen heute getrennte Wege. Vom Ziel, direkt vom Anfang ins Ziel gekommen. Ehrlich, was ist das für ein Clown-Gefühl? Kann das sein, Digga? Bist du richtig lustig? Ja, Digga, einmal Teleporter. So, ja, wow. Das heißt, der erste Punkt geht tatsächlich an mich. Du hast es ja nicht mal geschafft, die Map überhaupt zu schaffen, Lenny. Das ist ja wirklich... Also... Bruder, das ist doch... Hä? Das zählt doch gar nicht. Ja, komm, wir gehen in die nächste Runde rein. 1-0 für mich. So, wir sind jetzt bei Suchen und Verstecken. Und Lenny, ich werde dich jetzt suchen. Das heißt, nimm mal einfach irgendwie einen Brawler, mit dem du möglichst gut abhauen kannst. Aber wenn ich dich einmal gesehen habe, dann habe ich dich schon gefunden. Also im Brawl ist es ein bisschen anders als in Stumbleguys. Guck dir mal die Map an, ne? Hier ist alles voll mit Büschen. Und du musst halt probieren, möglichst lange dich vor den Büschen irgendwie von mir zu verstecken. Nimm einen guten Brawler. Und ich werde auch einen Brawler nehmen und dann einfach mal gucken, wie schnell ich dich finde, okay? So, Freunde, ich bin jetzt hier gerade nochmal gemutet. Ich werde nämlich, weil ich weiß, dass Lenny sich noch nicht so gut mit Brawl Stars auskennt. Ihr wisst es ja, er spielt zwar relativ aktiv, aber kennt halt auch nicht die ganzen Gadgets und so weiter. Ich werde jetzt nämlich Tara nehmen und werde dann gleich einfach mit dem Sicht-Gadget die ganze Map aufdecken. Muss ich mich halt nur ein bisschen beeilen. Ich wollte zuerst Bo nehmen, aber Bo ist halt der Standard-Brawler hier für die Map. Tara ist natürlich der ultimative Vorteil, wenn ich hier das Gadget aktiviere. Und jetzt geht's los. Du hast ab jetzt dann 20 Sekunden Zeit. Ich werde dann einmal ganz kurz hier Timer stellen. Ja. Und dann laufe ich los. So, Timer läuft ab jetzt. Wie viele Sekunden darf ich mich verstecken? 20 Sekunden. Die Map ist ja nicht so groß. Okay. Ey, dir wird dir raten, dich zu verstecken. Hallo? Ja, ich wollte dich nur ein bisschen... Du hast noch 5 Sekunden. Hä? Ja, alles gut. Entspann dich. Gar kein Stress hier. Und der Timer ist tatsächlich abgelaufen. So, das heißt, ich nehme mal ganz kurz hier die Kisten am Anfang mit. Ja. Und ab jetzt... Boah, wann habe ich eigentlich gewonnen? Kann ich überhaupt gewinnen? Also an sich musst du probieren, solange es geht, durchzuhalten. Also okay. Wir können ja einfach mal eine Wette machen, dass ich es schaffe innerhalb von... Warte mal, wir machen mal ganz kurz einen Timer. Ich sag mal, ich schaff's innerhalb von... 30 Sekunden dich zu finden, okay? Timer läuft ab jetzt. Okay. Okay, 20 Sekunden noch. Ja? Hä? Mir hat jetzt so ein komisches Auge! Hä? Ja!
nicht gesehen. Wie, hä? Ich hab halt Tara genommen. Das waren sogar so 20 Sekunden oder nur, Lenny. Junge, das ist doch unfair, Digga. Das heißt, ich würde sagen, der nächste Punkt geht dann auch einfach mal an mich. 2-0. Ja, ich auch. Sollen wir es nochmal machen? Komm, Lennon. Dann darfst du jetzt einfach mal der Suchende sein. Dann, boah, ich gebe dir nochmal die Chance und ich nehme diesmal einen Brawler, mich zu verstecken, okay? Ja, warte. Okay, wenn du mir das überlegen. Okay, Freunde. Also ich habe jetzt hier einfach mal Max ausgewählt. Das müsste tatsächlich, mit Max müsste ich tatsächlich am schnellsten wegkommen können. Schauen wir einfach mal. Vielleicht holt sich jetzt Lenny auch sogar einen Punkt. Gucken wir mal. Gut, I'm ready to rumble. Okay, das heißt, ich habe jetzt auch wieder 20 Sekunden Zeit, jetzt mich zu verstecken. Okay. Okay, du nimmst tatsächlich Rosa. Ja. So, und ich laufe jetzt hier schon mal einmal weg. Dann mach das, versteck dich von mir, ich werde kommen und dich finden. Wie lange habe ich jetzt Zeit, um dich hier zu... Du hast gleich 30 Sekunden Zeit. Okay, ich komme. So, Timer läuft ab, jetzt! Du bist so cool. Ja, probiert ihr hier auch solche Tricks? Wo bist du? Kevin! Du hast noch 10 Sekunden! Hä? Bist du? Ja! Mann! Ey, aber war ein guter Try. Ich hab dann tatsächlich sogar eigentlich noch krasser hier rumrennen können, weil ich hatte nämlich Max mit so hier der Speed-Ulti genommen. Ich hab gewonnen! Boom! Der Bock geht an mich, Junge! Okay, komm, ich geb dir den Ehrenpunkt, weil ich dich gerade auch eben ein bisschen geprankt habe. Ja. Das heißt, wir kommen jetzt zum nächsten Battle. Und zwar machen wir jetzt ein 1 vs. 1. Oh, let's go! So, Leute, beim 1 vs. 1 habe ich mir tatsächlich auch etwas überlegt. Und zwar, wisst ihr ja, es gibt für 1 vs. 1 tatsächlich nur einen einzigen Brawler, den man da so wirklich gut nehmen kann. Aber ich habe ihn jetzt einfach mal gesagt, er soll den besten Brawler nehmen, wo er meint, dass er das 1 vs. 1 gewinnt. Und ich kann euch 100% garantieren, das seht ihr wahrscheinlich auch jetzt in seiner Sicht, dass er nicht Piper genommen hat mit dem Geheimrezept Gadget, weil das ist ja ziemlich, ziemlich OP. Und ich denke auch mal nicht, dass er die richtigen Gears ausgewählt hat. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal auf Ready und ich ziehe ihn einfach mal kurz an. So, Lenny, dann machen wir jetzt das 1 vs. 1. Du hast Crow, okay. Crow, ja. Ich habe einfach mal Piper genommen. Piper hatte voll die krasse Rage, wenn man dazu aufgeht. Ja, aber Crow hat ja auch eine ganz gute Range, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, das stimmt. Wo bist du jetzt? Hey, wo soll ich denn sein? Hä? Kevin? Hallo? Ja? Ey, jetzt soll ich hier nicht die ganze Zeit in den Büschen verstecken, das ist ja langweilig. Oh, schlau? Mann! Aber Gadget schlau eingesetzt, muss ich sagen. Was ist los, Kevin, hä? Hahaha, ja! Shit! Was, Kevin? Nein! Yeah! Wie weit kannst du schießen? Oh mein Gott! Mann, Kevin! Hä? Du kannst Kurven schießen, was? Der Schuss hat eine Kurve gemacht. Nee. Was war das? Hä? Ich bin einfach krass. Ich kann meinen Schuss im Flug noch lenken. Warum ist dein Schuss gerade... Lass es sein. Lady? Hallo? Nee, Digga. Hab keinen Bock mehr. Hä? Du schießt und dein Schuss macht einfach eine Kurve in der Luft, Digga. Ist krass, ne? Ich hab dich so outplayed, ich hätte dich so hops genommen und du cheatest hier schon wieder mit irgendwelchen Gadgets. Ach komm, Scheiße. Mann! Okay, das heißt, ich würde sagen, der nächste Punkt geht dann auch einfach mal an mich. Aber du hast noch eine Chance, ja? Du kannst doch das Comeback starten. Es kommen noch 2 Maps. Warum konntest du so in Kurven schießen, Digga? So, Freunde, als nächstes kommt ein Dynamite-Jump. Damit habe ich Lenny tatsächlich schon einmal geprankt, aber ich mache es jetzt einfach nochmal aus Prinzip. Und zwar werde ich jetzt hier natürlich einmal die gute Eve nehmen und einfach mal ins Ziel reinfliegen. Ich denke mal, er wird probieren, mit Dynamite das Ganze zu schaffen. Er wird es auch relativ schnell checken, dass ich halt mit Eve einfach über die Map fliegen kann, beziehungsweise übers Wasser fahren kann. Aber gucken wir trotzdem mal, wie er reagiert. Okay. Let's go! Wer zuerst im Ziel da ist, der ist cooler, okay? Okay. Dynamite Jump hier. Oha, nice. Ich hab das jetzt ein bisschen geübt in letzter Zeit. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, Dynamite Jump sollte ich, denke ich, easy hinbekommen, sag ich dir ehrlich. Ja, sind tatsächlich auf anderen Seiten auch gespawnt.
Aber hast du den ersten Jump schon geschafft? Den ersten, aber diesen Double-Jump-Fail, ich kann wieder ein bisschen rein, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ah, das wird echt schwierig, sag ich dir ganz ehrlich. Glaubst du schaffst den ersten Jump? Den ersten Jump, ja, aber danach diesen Double-Jump, den Fail. Ja, der ist schwer, ne? Hä? Wie soll der gehen, jetzt mal ehrlich? Das ist, ich krieg das nicht hin, diesen Double-Jump, wirklich. Digga, langsam kommt auch der Sturm. Kommt der bei dir auch schon? Ja, ja. Das ist kurz bevor ich hier losspringe, die Dynamitstangen. Hä, der wirft die einfach nicht. Hä? Ach, Mann. Ich helf dir mal. Ja. Damit du mal den ersten Jump schaffst. Okay, warte. So. Zack. Digga, dein Ernst? Komm, jetzt komm mal hier hin. Ich will dir einmal kurz helfen. Ist das dein Ernst? Ja, hallo, toll, mit Easy. Ja, das kann ich auch, Digga. Ja, mach, jump jetzt einmal hier rüber. Ich will jetzt einmal, dass du diesen Jump schaffst. So, warte mal, jetzt. Du musst jetzt rüber jumpen. Jetzt. Jetzt, wo es ausgelöst ist. Genau, und jetzt werf direkt wieder hinter dich. Nein! Helfen! Ja, was für helfen? Du cheatest mit Eve, Digga! Okay, komm. Wir machen das Battle nochmal und diesmal darfst du einen Brawler deiner Wahl nehmen, okay? Probier einfach, so schnell es geht, ins Ziel zu kommen. Okay, Freunde, jetzt poker ich tatsächlich. Ich kann mit Jeanette nur einen krassen Vorteil haben, wenn er direkt bei mir spawnt. Wenn er auf der anderen Seite spawnen sollte, wie gerade eben, dann, wenn er jetzt Eve nimmt, dann hat er natürlich gewonnen. So, okay, Lenny. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ist wieder nicht im selben Spawn. Welchen Brawler hast du? Also, ich habe tatsächlich Eve genommen. Hä, ich habe auch Eve. Ich habe auch Eve. Hast du jetzt voll einfach? Einfach Ziel reinrennen jetzt. So ein Ding ist das. Hier. Guck mal, ich bin jetzt gleich im Ziel schon. Mann, ey! Bin jetzt im Ziel! Da, 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 da. Ey, Lenny, ich hab so verkackt, Digga. Ich hab gehofft, dass wir am gleichen Spawn sind, dass ich mit meiner... Ich hab nämlich doch nicht Eve genommen, ich wollte dich Hops nehmen. Ich hab nämlich Jeanette genommen, hätte ich dich dreimal angeschossen, hätte meine Ulti gehabt und dann wäre ich viel schneller gewesen. 1, 2, 3, das war wohl nix. Und weißt du, was mir gerade... Nein! Was denn? Ich glaube, es steht doch jetzt Gleichstand gerade, oder nicht? Ich weiß nicht ganz genau. Ihr seht den Punktestand eingeblendet, Freunde. Lenny kriegt jetzt auf jeden Fall auch hier für die Runde einen Punkt. Aber wir haben noch ein letztes Battle. So, Leute, das letzte Minigame ist jetzt noch mal ein Daryl Run. Ich bin jetzt gerade wieder gemutet. Und auch hier habe ich tatsächlich wieder ein paar Vorteile eingebaut. Ich habe jetzt vorhin eine halbe Stunde mit einem meiner Mods probiert, wie man spawnt. Und rein theoretisch müsste Lenny oben links spawnen. Fragt mich nicht warum, aber es ist in den meisten Fällen gewesen, dass ich oben rechts gespawnt bin oder unten rechts und er... Also der, mit dem ich das gemacht habe, immer oben links. Und ich habe jetzt oben rechts und unten rechts einen Teleporter eingebaut. Einmal einen roten und einen blauen. Und beide davon führen tatsächlich direkt in die Mitte quasi. Man muss dann jeweils immer nur noch einmal auf ein Jump-Pad treten. Und dann ist man schon in der Mitte. Und auch hier werden wir mal gucken, wie Lenny reagiert. Und danach hoffen wir, dass er dann einen Brawler-Sound macht. So, Lenny, als letztes sind wir nochmal bei einem Daryl-Run. Und ich gebe dir sogar einen ultimativen Vorteil, ja? Also sonst habe ich dich immer ein bisschen hops genommen, aber dieses Mal darfst du tatsächlich Eve nehmen. Und denk daran, dass du auch das richtige Gadget nimmst, ne, dass du auch jumpen kannst. Und ich werde Daryl nehmen und werde probieren, dich trotzdem abzuziehen, okay? Hä, das ist ja ultra korrekt. Okay, easy, dann mache ich das. Okay, dann, wenn du Eve hast, ne, denk an die Jumpstar, an das Jump-Gadget. Dann geht's los. Abfahrt. Kevin, du weißt nicht, wo ich mich eingelassen hast. Gell, es wird jetzt ein easy Clip für mich, sag ich dir, so wie es ist. Ja, dann guck mal, guck mal. Also ich muss jetzt erstmal hier kurz meine Ulti aufladen. Ich brauche natürlich einen kleinen Moment. Du kannst es sehen, natürlich. Ja, ich laufe jetzt gerade schon durch. Ich habe jetzt mit meinem Gadget schon mal über die erste Mauer drüber. Ja. So. Also, ich weiß nicht, Kevin, wie schaut es bei dir so aus? Also bei mir schaut es auch ganz gut aus, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin jetzt auch schon mal das erste Mal gerollt. Ich probiere jetzt hier auch mal direkt in die Mitte zu kommen. Also natürlich so schnell es geht! Hä? Lenny! Warte, warte, warte. Wie? Lenny! Ja! Du hast nicht mal mehr, du hast nicht mal mehr ein Gadget. Das geht nicht. Oh, du hast wieder gecheamt, das Junge. Ich hab doch gesagt, ich gewinne, obwohl ich Daryl habe. Bruder, das macht nicht mal Sinn, dass du so schnell hier runterkommst. Das hast noch, nicht mal. Guck mal, geh mal so nach rechts da, nach rechts, 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 ja. Geh mal da einmal rum. So, da lang, ja, geh mal da lang. Dann, na, da rechts lang. Weiter, 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 weiter. Und da ist ein Teleporter. Siehst du den? Ja. Benutz den erstmal nicht, weil sonst kommst du zum Anfang.
Ja, Digga, du hast dich teleportiert. Hä? Ja, wow. Hä, hey, was hast du für ein... Ja! Das heißt... Hast du den Clown gefrühstückt, oder was? Lenny! Brawler Sound! So, okay. Dann habe ich jetzt einen sehr schönen Brawler Sound für dich. Geh mal in deine Brawler und wähl mal den guten, ich würde sagen, Genie aus. Genie. Und dann machst du mit voller Leidenschaft einfach mal einen Brawler Sound nach. Freunde, ich mache euch den jetzt einmal ganz kurz hier in voller Lautstärke. So, einmal, Achtung, ne? Also, ihr habt's gehört und das muss jetzt Lenny einmal kurz nachmachen. Okay, Kevin, bist du ready? Ja. Okay, warte, nein. Warte, nein. Okay, Kevin, bist du ready? Ich mache jetzt den einzig wahren Genie-Sound.